Während die Adler noch ihren Heimsieg feierten, war der Bundestrainer schon in den Katakomben der SAP-Arena verschwunden. Nach langer Zeit war Uwe Krupp mal wieder zu Gast in Mannheim. Zum einen, um sich Kandidaten für sein Team anzusehen, aber auch um letzte Gedanken wegen des Deutschlandcups auszutauschen. Wir haben ihn nicht nur dazu befragt. Mannheim war konzentriert direkt vom ersten Drittel, von der ersten Minute. Und in Berlin war unkonzentriert, ein bisschen schlampig. Haben heute nicht ihr bestes Spiel gespielt. Also Sieg von Mannheim geht schon in Ordnung. Gutes Spiel. Wenn man auf den Deutschlandcup schaut, und da wird ja hier in der Halle gespielt, tolle Atmosphäre fand ich heute. Super Atmosphäre. Ich bin froh, dass wir den Deutschlandcup jetzt in einem richtig traditionellen Eishockey-Standort haben. Hier mit Mannheim und dann auch in Frankfurt. Die Spiele, ich glaube, dass das ein gutes Umfeld ist, um einen erfolgreichen Cup zu spielen. Und für uns natürlich ein wichtiger Eckpfeiler in unserer Vorbereitung auf die Olympiaqualifikation und auch die Weltmeisterschaft. Wenn man ein bisschen vorausschaut, es wird ja auch eine Weltmeisterschaft hier gespielt. Der richtige Standort für die WM? Ja, sicherlich. Ich denke, das ist mit Köln und Mannheim. Wir haben zwei Weltklasse-Arenen und zwei Traditionsmannschaften, wo wir wissen, dass das Umfeld kennt sich im Eishockey aus. Und wir hoffen natürlich, dass wir eine Mannschaft aufstellen, die Fans mitreißen kann und dass wir ein bisschen Euphorie entfachen können. Haben Sie denn ein paar Spieler heute gesehen, die in Ihrem Aufgebot? Auf jeden Fall sind ja ein paar dabei gewesen, ein paar Erkenntnisse mitgenommen. Ich denke, in jedem Spiel. Das ist immer, ich sehe halt viele Spiele auch im Fernsehen und immer wenn ich Spiele live sehe, das ist was Besonderes, weil du hast doch noch einen etwas anderen Eindruck. Aber der Kader, so viel hat sich nicht verändert in den letzten zwei Jahren. Und ich glaube, dass die Anzahl der Spieler übersichtlich ist. Und wenn ich hier die Spiele sehe, geht es meistens um die jungen Spieler. Um jetzt auf Berliner Seite vielleicht einen Alexander Weiß oder einen Konstantin Braun, Frankie Mauer anschauen, wie weit er ist, Christopher Fischer. Das sind Spieler, die vielleicht nicht auf der ersten Seite in der Kaderaufstellung stehen, aber wo wir wissen, dass sollten wir Verletzungen haben, Ausfälle haben und natürlich im Hinblick auf die WM im eigenen Land, den hier stellen wird natürlich immer größer wird.